Genau, ein paar Steine in den Ofen schmeißen. Ich weiß nämlich nicht, wie überhaupt nur welchen hab. Anderer Stein. Ja, so ein bisschen. Ja, ach, komm, das ist ein 64er Stack. Ein bisschen ist gut. Die Kieskiste ist dann auch, glaube ich, schon wieder voll. Fast. Birkenholz, 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 Eichenholz. Ich hätte gern Akazienholz. Ist es schon? Nein. Zielen habe ich heute nicht so. Also, so manchmal sind die Wege doch auch ein bisschen lang, die ich mir hier gebaut habe. Macht das Ganze aber authentischer. Ich meine, also wenn ich jetzt überlege, so früher, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, da waren die Wege auch nicht ganz so kurz, wenn man da von A nach B wollte. Also so ist ja nun nicht. Ich möchte nämlich gern Akazienholz an der Decke haben. Mal schnell wegflitzen hier, sonst kein Creeper holt. Da ist einer. Habe ich dich doch gesehen, du Mistsack. Nein, du explodierst nicht. Nein, du explodierst nicht. Geh jetzt tot. Los. Da fliegt eine Fledermaus da oben. Sehr süß. Also ihr seht auch, ne, ich lege mich auch mit Creepern an. Der dezente Wahnsinn hat mich ergriffen. Du tust mir nichts. Ne? Nein, du bist eine liebe Spinne. Ist schon Tag. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir mal die Akazien hier aus dem Gebälk. In der Hoffnung, dass die hier auch alle wegdecayen. Die Gelb. Da ist noch so ein Ding. So, ich höre aber gerade, dass sich da unten vor meiner Haustür was tut. Deswegen mache ich jetzt noch mal eine Pause. Ich melde mich gleich zurück. Bis dann. Es ist irgendwie nicht mein Aufnahmetag heute. Immerzu ist irgendwas. Ich weiß auch nicht. Ich bin wieder da und fälle ein paar Akazien. Die sind ganz schön groß geworden hier, die Dinger. Ganz schöne Riesen. Sehr putzig. Mal wenn doch eigentlich gar nicht so groß. Dachte immer, die wären nicht so riesig, aber irgendwie haben meine Akazien die Tendenz immer so gigantisch zu werden. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe mich nämlich inzwischen sehr mit dem Holz angefreundet. Es ist ja im Standard Texture Pack extrem orange. Gott sei Dank aber in den meisten anderen Texture Packs nicht. Und eigentlich in fast gar keinem, sondern es hat halt diese bisschen sattere Farbe, die mir persönlich sehr gut gefällt. Genau, hack einfach sinnlos in der Gegend rum. Irgendwie hatte hier auch mal dem Förster seine Karotten geklaut. Irgendeiner von meinen Besuchern. Die sind doch einfach gierig, was Essen angeht. Das ist schlimm, ist das. So, wie viel haben wir denn? Zwei. Das reicht natürlich nicht. Aber die pflanzen wir schon mal ein. Und dann holen wir uns noch zwei Setzlinge aus der Kiste und dann ist gut. Haben. Na, hier im Wasser nicht. Es ist ein Kreuz mit mir. Ich denke, man merkt auch gerade, ich bin nicht wirklich jetzt geplant in diese ganze Aufnahme gegangen. Das war eine spontane Idee. Ich hatte einfach Lust und habe gedacht, ach komm, schmeiß an. Und dann kann das natürlich schon mal passieren, dass zum Beispiel jetzt gerade dann. Wir sind in der Vorweihnachtszeit, wenn ich ja aufnehme, dass halt dann doch mal der ein oder andere sich an der Tür meldet und noch mal eine Spende haben will und ne, also ein Gedöns. Das kann halt passieren. Das lässt sich nicht immer vermeiden, wenn man dann so spontane Sachen macht. Ach,
auch, dass das Telefon geklingelt hat, da habe ich nicht mit gerechnet. Normalerweise klingelt das immer erst wesentlich später und naja. Ihr wisst ja, wie das ist. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Tür zu. Und ab nach Hause und dann gucken wir mal, was wir da so reißen können unten im Keller. Denn wie gesagt, ich will so ein bisschen auch den Ausbau am Haus forcieren. Das war der, den er nicht fällen wollte. Das war Leute. Ah ja, gucke mal, so ein Bäumchen wollte ich hier haben. So ein schönes kleines muggeliges so vor der Haustür. So, hatte ich welche reingeschmissen? Habe ich denn noch Steintreppen? Nö. Nur Ziegelstein. Ich hätte aber gerne Pflasterstein. Muss ich welche machen? Ich habe ja aber reichlich Pflasterstein. So ist ja nicht. Nun wird es eigentlich nur einmal reinlegen. So, Pflasterstein. Hier ist nicht allzu viel drin. Ein Akazienholz reinlegen. Den verwursten wir jetzt dann gleich mal. Dann wollte ich noch mal gucken, ob ich noch Zauntore habe. Habe ich 3 Stück von. Ich habe nur 2. Gut. Möhrchen. Für den Hunger. Dann kleben wir uns mal ein paar Stufen zusammen. Die sollten reichen. Erstmal die Randarbeiten. Ja, genau, wer da. Die Lücken machen wir hier oben auch zu, nicht, dass wir hier nachher irgendwo Mini-Zombie haben, der hier rumröchelt. Das ist jetzt irgendwie auch wenig erstrebenswert. Dann machen wir hier nochmal ein Zauntor. Machen wir da hin. Die könnte ich ja eigentlich. Geht das nicht? Genau. Machen wir doch hier einfach 2 Steindruckplatten hin. Oh, gehen die auf und zu. Wenn man von innen kommt, aber es kann einen keiner ja irgendwie. Keiner in die Parade fahren. Warum habe ich denn jetzt hier nicht den gesamten Stein abgetragen? Ich meine, weiß es nicht. Dann einfach irgendwo aufgehört. Man merkt, ich bin wieder total planvoll unterwegs. Ich finde das total gut. Machen wir es jetzt erstmal bis zum Beginn der Treppe und dann gucken wir da mal weiter, ob wir das da stehen lassen oder ob wir da auch Holz. Nein. Holz machen. Das müssen wir mal sehen. Vor allem müssen wir erstmal gucken, wie weit unser Akazienholz hier reicht, weil so wahnsinnig viel ist das gar nicht. Ja. Zielsicher genau da, wo es nicht hin soll. Das kann ich gut. Das war auch wunderschön. Ich finde das jetzt schön, dass sie die Eisentüren so ranzig aussehen in dem Pack, finde ich super. Das gefällt mir total gut. Kann ich hier eigentlich dann auch durch die Tür? Gut. Ja, sehr schön. Jetzt kann man hier auch vernünftig unter durchlaufen. Ich bin der beste Baumeister der Welt. Das sieht doch ganz nett aus, oder? Dann machen wir jetzt hier gleich noch hübsche Fackellöcher, dass es auch nett aussieht. Was ist hier eigentlich drin? Ach, meine Warzenfarbe.
Die könnte ich dann auch nochmal insgesamt schick machen. Vor allem könnte ich immer eine Lampe einbauen. Ich habe da jetzt auch ein bisschen Redstone. Ich könnte mir eine Redstone-Lampe hier einbauen. Oh Gott, sie will mit Redstone bauen. Ja, ihr habt richtig gehört. Hin und wieder habe ich so einen Anfall von Größenwahn. Das kann mal passieren. Warum auch immer ich jetzt hier gerade kleinen Drehbogen habe. Aber irgendwie besteht da kein Grund für. So. So insgesamt sieht das doch wesentlich angenehmer und netter aus als vorher, oder täusche ich mich da? Ich denke doch. Wir wollen es ja auch im Keller ein bisschen nett haben. Es soll hübsch aussehen. Ne? Ich bin ja dann doch manchmal auch so ein bisschen Mädchen. Es soll ja immer noch angenehm sein. Es darf ein bisschen rustikal sein, aber nicht zu sehr. Es gibt ja ganz viele, die sehr gerne fast ausschließlich mit Stein bauen, so Steinen, Höhlen, Häuser lieben. Und da gehöre ich definitiv nicht zu. Wenn ich jetzt gerade hier oben, könnten wir eigentlich Treppen anmachen. Gucken, ob das reicht. Oh, könnte knapp werden. Und nee, so geht das auch nicht. Da hauen wir uns das Köpfchen dran an. Den hier noch mal einen höher. So, so. Da gucken wir gleich mal. Oh, sage mal. Mit dem Zielen habe ich es heute echt nicht. Kommen wir hier noch durch? Jawohl, ja, sehr schön. Das ist doch super. Das sieht doch gut aus. Hallo? Aber sicher sieht das gut aus. Und hier oben darf das auch ein bisschen klemmig bleiben. Haben wir wahrscheinlich genau 2 Akazienholzblöcke zu wenig. Wunderschön. Und nun? Ob das klappt. Ja, es wird so nix. Draußen ist es dunkel. Das wollte ich. Man ist ja nicht so, als ob wir nicht zig Akazien vor der Haustür hätten, aber es ist dunkel. Und Nubi ist ein Pipi-Mädchen und traut sich nicht raus. So. Dann würde ich sagen. Machen wir uns mal hier schicke, schicke Leuchtlöcher. Da eins hin. Da eins hin. Das ist die Höhe. Ja. Sehr schön. Also ich bin auch so unglaublich eloquent heute. Das ist also wirklich der Wahnsinn. Habe ich hier zwei? Ne, ich habe nur einen.
Und es macht eigentlich fast nichts. Machen wir da eins hin. Weil ich kann da eigentlich die andere Wand hochziehen. Ich habe das ja ein bisschen merkwürdig gebaut da. Das ist das falsche Werkzeug. So. Man sieht das von außen nicht so. Das war das Wichtige daran. So, hier machen wir das jetzt mal. Das machen wir hier aufs Eck. Ich habe so ein bisschen meine Begeisterung für solche Beleuchtung gefunden, muss ich dazu sagen. Ja, ist wieder hell draußen. Machen wir es hier anders. Olla Kies brauchten das Mistzeug. Außer mir. Und dann machen wir hier nochmal welche rein. So. Dann reicht das eigentlich auch schon. Erstmal. Für die Ausleuchtung des Ganzen. Und hier müssen wir dann mal gucken. Ich muss das ja so machen. Ich muss mich hier reingraben, glaube ich. Wenn das funktionieren soll. Ja. Gut, dann gehen wir uns mal eine Redstone-Lampe basteln. Redstone. Das. Stockchen haben wir. Wir brauchen ja auch einen Hebel dafür, ne? So. Erstmal einen Hebel. Einer reicht. Dann eine Redstone-Lampe. Ging das so? Ne, so ging's nicht. Na so. So ging's. Dann brauchen wir auch bloß eine von. Und dann gucken wir mal, ob das klappt. Wir haben nur noch 11 Glowstones. Ist auch nicht mehr so viel. Das war total klug. Ich glaube, ich komme da hinten nicht mehr ran. Doch. So, normalerweise müsste das eigentlich ausreichen. Wo ist denn mein Hebel hin? Da ist mein Hebel. Nö. Ich hab die Stromquelle vergessen, ich Esel. Stückchen. Redstone. Redstone-Fackel. So. Stein. Leder. Muss aus. Muss immer noch aus. Warum ist das jetzt aus? Ich das falsch rum gemacht habe. Ach Mann. Ich konnte das mal. Komme ich da nicht mehr ran? Wieso gar nicht? So, dann muss da der Stromgeber hin. Genau. Na, wir kriegen das hin. Dann kommt. Da das Redstone auf. So. Schweinchen, Schweinchen. Zack. Lampe an. Zack.
Lampe immer noch an. Verdammt! Ich glaube, ich brauche einen Repeater, ne? Ja. Ich muss mal gerade gucken, wie man die baut. Da greift man schnell zum Handy. Indem man ja irgendwo auch eine App dazu hat. Komm, lad schneller. Craft. Mechanics. Einen Redstone Block brauche ich nicht. Tripwire Node Block. Zwei Fackeln, drei normale Steine, ein Redstone. Haben wir alles. Also Fackeln nicht, aber die können wir basteln. Dann müssen wir mal eben gucken. Ich glaube, das geht gleich. Na, also hier der Profi am Werk. Ich sag's euch, halt, stopp, erst Fackeln. Ah, gern noch ein paar mehr. Kann man ja vielleicht nochmal irgendwo für brauchen. So. Das. Und dann Repeater. So, jetzt mache ich da unten nicht gleich wieder richtige Steine vor, sondern erstmal andere. Zum Ausprobieren. Dann haben wir die. So. Machen wir da erstmal die Holzblöcke vor. Funktioniert das so? Nö. Irgendwas mache ich falsch, ich weiß bloß nicht was. Nur wenn ich da jetzt so viel Licht habe. Muss ich hier noch eine zweite Fackel rein? War das so? Ach, Hund. So. Funktioniert schon nicht. Ja, genau. Ich glaube, wir lassen das mit der Redstone-Lampe. Tja, und da stellst du fest, die Festplatte ist vollgelaufen. Hupsa, ich habe gerade beschlossen, dass ich das mit der Lampe überhaupt nicht kann und viel zu dumm dazu bin und die wieder ausgemacht. Mehr ist eigentlich nicht passiert, ich habe hier ein bisschen rumgetestet. Ich habe mir, glaube ich, gerade sehr viel Peinlichkeit erspart, indem ich das nicht mit aufgenommen habe. So, an dieser Stelle sage ich jetzt aber einfach mal, reicht dann auch. Genug Peinlichkeiten für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge Minecraft wieder. Wann das sein wird, weiß ich noch nicht. Es hat sich nichts daran geändert, dass es im Moment alles sehr stressig ist für mich. Und ich erstmal gucken muss, wie und was und wo und warum und ne? Wie wir das alles hinkriegen. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch einen ganz wunderschönen Tag. Habt Spaß, macht was ihr wollt, baut eine Burg, geht raus. Vielleicht schneit es ja gerade, vielleicht seid ihr jetzt hier gerade Heiligabend, ich weiß es nicht, vielleicht ist auch schon nächstes Jahr. Keine Ahnung. Ich wünsche euch jedenfalls bei allem, was ihr so vorhabt, ganz viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!